Jo Leute, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Soul Calibur 3. So, weiter geht's. Ich meine, wir müssten jetzt auch ein paar neue Waffen für Taki haben, genau. Weil ich habe ein paar gekauft. Kagekiri und Fumakugi. Wir nehmen erstmal die Waffe und gucken. Oh ja, neues... Ah, eine andere Farbe hatte sie gesagt. Okay, cool. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen. Wir werden jetzt gucken, dass wir auf B4 kommen werden. Das heißt, wir werden jetzt erstmal A2 und A1, A3, A1, A2 und A3 machen. Oh, mir gefällt die Stage-Musik da. So, da werden wir jetzt A2 machen. Genau, dann werden wir jetzt gegen Lizardman kämpfen. Und bei Tira werden wir die untere aussuchen, auswählen. Da werden wir dann nicht zum Clock Tower gehen, sondern ein bisschen woanders. Also, ja klar, also das Projekt wird auf jeden Fall länger gehen. Brauchen wir nicht so viel drüber reden, es wird länger dauern. Ist ja auch logisch, wir haben jetzt Tassalamiel, Sophitia und jetzt ist Taki dran. So, ne. Aber, wir haben jetzt im letzten Part haben wir zwei Routen geschafft. Natürlich hängt es auch da, viel damit ab, wie ich durchkomme. So, ne, wir mussten ja den einen wiederholen. Und dann hat der natürlich extrem lange gedauert. Weil die Gegner meinten, wir spielen auf Dark Souls Niveau. Ja, Dark Souls muss ich tatsächlich auch spielen. Oh, Mann, da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf. Teils tatsächlich. Aber muss ich auch spielen, ja, natürlich kriegst du mich raus, weil ja irgendwie, also ich wusste es. Als sie hinter mir war, dachte ich, okay, die wird mich jetzt rauskicken und ich kann null machen. Ich konnte nichts machen, die hat mich nicht aufstehen lassen. Die hat mich nicht aufstehen lassen. Ja. Ja, ich werde mal gucken, wie gesagt, was wir, genau, die Burgruine werden wir, dann sind wir jetzt in B4, werden jetzt gegen Cassandra kämpfen. Ach Mist, vielleicht hätten wir ja auch die Story lesen sollen, weil ich glaube, die Story haben wir noch nicht gelesen von ihr. Okay. Theoretisch hätte hier E3 kommen müssen. Ist es jetzt nicht. Sondern er hat uns jetzt nach E5 gelassen. B5 meine ich. So, Taki besiegte die Frau, die offensichtlich das Herrenhaus bewacht hatte. Aber das Feuer war mächtiger, als sie es eingeschätzt hatte. Leider sah es so aus, als müsste sie zurückweichen. Am folgenden Morgen hörte Taki das Gerücht von einem verdächtigen Mann, der in der Nacht zuvor in der Stadt gesehen worden war. Es war ziemlich sicher, dass er es war, der das Feuer gelegt hatte. Hatte er etwa Angst, dass Informationen über Nightmare verbreitet werden könnten? Taki verfolgte den Mann und gelangte schließlich zum Uhrenturm. Genau. I've heard rumors about you.
Let us find out whether you are truly worthy of the sword. Okay. Das sieht scheiße aus, weil... Also jetzt nicht die, sondern danach. Weil wir haben zwei Auswahlmöglichkeiten gleich. Sofern die natürlich funktionieren. Naja, mein... Der hat zu lange gebraucht zum Aufstehen. Genau. Ist im Grunde egal. Wenn wir jetzt hoch, wenn wir das erste nehmen, kämpfen wir gegen Xiang Guo. Oder Xiang Wao, keine Ahnung. Und unten wäre es Ivy. Wenn man jetzt das. Gut, ich weiß nicht, ob das hier auch dafür zählt. Auf jeden Fall müssen wir den nächsten Kampf mit mehr als 60% Leben schaffen. Wenn wir es nicht tun, kommen wir nach A8. Was für ein Scheiß. Gut, während sie Informationen über Nightmare sammelte, bergab sich Taki nach Osten. Es war ihr nicht möglich, nützliche Hinweise zu finden, aber ihr kam ein merkwürdiges Gerücht zu Ohren. Das Schwert der Helden, welches vom Ming-Kaiser gesucht wurde, war in Wahrheit Soul Edge. Es stand zwar nicht in Verbindung zu Nightmare, aber man sollte sich das Ding einmal ansehen. Nachdem sie im Ming-Reich ankam, drang Taki in das Herrenhaus eines bekannten Militärsoffiziers ein. Ne, wir sind... können nur nichts machen, das ist die Scheiße. Das heißt, wir werden jetzt auf A8 kommen. Wird das der Fall sein, was wovon ich jetzt ausgehen werde? Oder sie besiegt uns? Na, ich glaube, es kann uns auch besiegen, das wäre besser. Wenn wir trotzdem jetzt gleich nach Dings kommen, dann weiß ich Bescheid, dass ich die per One besiegen muss. Na, die hat... Na, jetzt kann sie mich killen. Mach! Guck, jetzt machst du nichts! Digga, greif an! Aber sobald ich was mache, ne? Killt die. Dann spielt die Dark Souls Niveau. Digga, Kampf hat gerade begonnen und du ballerst... Hat schon gewonnen. Digga! Dark Souls Niveau, meine Freunde, Dark Souls Niveau. 6 neue Gegenstände. Okay, perfekt. Gucken wir mal, wo lässt er mich jetzt hin? Okay, wenn jetzt Berserker der Gegner ist, haben wir richtig gemacht. Naja. Genau, ja. Müsste aber eigentlich. Ach, bin ich hier eigentlich behindert? Digga, oh, ich hätte den Kampf einfach so gewinnen müssen. Jetzt sind wir A7. Ne, oder B7 ist das. Digga, der irgendwelche Schreibfehler hier gemacht. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, kämpfen wir hier. Müsste Berserker sein. Ja.
Okay. Wir haben mit mehr als 60% gewonnen. Das heißt, jetzt geht es nach Watermill Valley. Und da kämpfen wir jetzt gegen Talim. So, nachdem sie den vom bösen besessenen Mann besiegt hatte, machte sich Taki weiterhin nach Informationen zu suchen. Sie traf auf eine vorbeiziehende Karawane, deren Mitreisende erzählten. Sie hatten einen Ritter gesehen, der ein gewaltiges Schwert führte. Ein Ritter mit einem gewaltigen Schwert, war dies Nightmare? Jo, war er bestimmt. Oder Siegfried. Taki gelang es, so viel wie möglich von den Leuten zu erfahren und machte sich also sofort erneut auf, den Ritter ausfindig zu machen. Die Stadt, die sie nach einiger Zeit erreichte, war bereits zerstört worden, war es das Werk? Nö. Aber ist auch egal. Okay, es ist Talim. Talim kann ich Zoom besiegen. Sofern sie es natürlich zulässt. Okay, E8 ist Stopp. Also im Grunde ist es eigentlich egal. Genau. Ja, wir halten einmal an. Ja, weil er geblockt hat. Deswegen. Er hat nur gewonnen, weil er geblockt hat. Ja. Okay. A9 war Last gegen Cervantes höchstwahrscheinlich. Okay. Also wir werden auf jeden Fall wieder gegen... Ja, genau, wir werden jetzt auf jeden Fall wieder gegen normal Abyss kämpfen. It's time to end this once and for all. Get ready. Lady Luck must be. Aber wir sind halt trotzdem Path B. Ja, hat jetzt wenig Sinn gemacht, aber wir sind halt. Ich stelle keine Fragen, ich bin einfach froh, ne? Ich bin nur froh, wenn es klappt. Na, hab's wieder verkackt. Nee, ist ja eh Nightmare. Nightmare, danach wird's gegen Dings sein. Gegen Abyss. Und dann können wir uns gleich auf Route C konzentrieren. Sofern wir es natürlich schaffen, ne? Gut, wir werden natürlich jetzt weniger Kohle haben. Weil natürlich der blöde Räuber blocken musste, anstatt besiegt zu werden. Ja, war halt doof gelaufen von meiner Seite. Joa. Naja, so viel dazu. Naja, auf jeden Fall. Weiß gar nicht, über was ich noch labern wollte. Gibt so vieles und dann auch wieder nicht so vieles, ne? Naja, aber. Es gibt so viele geile Spiele, die ich zocken möchte. Wie gesagt, ich habe mir jetzt Amaret Core geholt. Da hätte ich mega Bock drauf. Ich habe einfach noch mega coole Spiele, die ich zocken wollte.
Und natürlich auch Spiele, die ich beenden möchte. Noch, da habe ich auch eine Menge noch vor. Natürlich auch Crash and Burn. Digga, ich will das Spiel einfach fertig haben. Wirklich, ich will es einfach nur noch durchhaben. Aber es ist halt scheiße, viel glücksabhängig. Ja, und das ist halt so. Und jetzt spiele ich halt ein bisschen, um noch was anderes zu haben, spiele ich ein bisschen Soul Calibur. Na, darum, einfach, dass ich noch ein Prügelspiel dabei habe. Eigentlich sollte ich mich mehr auf Spiele konzentrieren, die nicht so lange gehen. Aber ich hätte einfach Bock auf Soul Calibur. Ich meine, ich kann das Projekt auch ein bisschen, bisschen nach hinten schieben, ne? Wäre auch möglich. So, ja. Ne, pausieren. Vielleicht nur ein, zwei Pädchen machen, so. Könnte ich machen. Aber ich habe einfach mega Bock auf dieses Projekt. Auch. Aber ich weiß halt, dass es immens lange dauert. Das ist ja genauso wie mit Soul Calibur 2. Wobei ich da sagen muss, ich habe das tatsächlich an zwei Tagen durchgespielt. Im Livestream war das gewesen, ja. Zwei Tage. Digga, ich war so durch. Ich war so durch. PS3-Controller habe ich kaputt gekriegt, weil ich ja für PS3 gespielt habe. Mama mia. Einen geschrottet, fast kaputt gemacht, dass man nicht mehr mit dem spielen kann. Gut, PS2-Controller habe ich Gott sei Dank 4 Stück. Mit dem hier habe ich jetzt noch 3 in Reserve. Also da ist vorgesorgt auf jeden Fall. Genau, ich... Naja, können wir halt nicht, A warrior of your caliber should have no need for evil power. Huh, you again. It's time to hand over that evil shard you possess. Okay. If you want it that badly, come and take it by force. You just don't give up, do you? Soled. Oh, C-Route werden wir gegen Night Terror kämpfen. Da freue ich mich schon drauf. Scheint, dass C-Route auch relativ angenehm wird. Da freue ich mich schon drauf. Leider nur 20.000. Ich habe viel Kohle ausgegeben. Na. Wir werden jetzt einmal die andere Waffe noch ausprobieren. Was? Chris Naga. Nice. Geil, eine neue Waffe von Taki. So will ich das, Mann! So will ich das! Ich darf so laut schreien, weil meine Nachbarn gerade nicht da sind. Also der eine Nachbar ist gerade auf Nachtschicht. Was ich morgen auch habe, yay. Immer eine Nacht so schläge, aber ist trotzdem scheiße. Kann trotzdem angenehmer sein. So. Na, keine Ahnung. Naja, wir haben nicht so viel Kohle, deswegen, naja. Weil, ich glaube, freigeschaltet komplett. Doch, tatsächlich freigeschaltet. Digga. Krass. Na gut. Nichts dagegen. So, jetzt machen wir erstmal das Set sogar wieder kaputt. Versus Setsuka. Fight. Gut, ich hab nichts gesagt. Krass. Die hat uns geplättet. Ja gut, ich meine,
Die anderen Kämpfer haben wir sie auch weggeklatscht, so, ne? Gut, dann machen wir jetzt die untere Auswahlmöglichkeit. Achso, alles klar. Ich war jetzt gerade, ne, ich war jetzt gerade verwirrt. So, Taki begann Gerüchte über das verfluchte Schwert in Europa zu sammeln. Außer der Tatsache, dass der Azur-Ritter kürzlich wieder erschienen war, war es ihr nicht möglich, Informationen von Wert zu erhalten. Während sie über die Situation nachdachte, kam sie zu einer Arena. Die Schiffsreise hatte ihre Geldmittel erschöpft. Sie würde sicherlich im Laufe ihrer Reise Geld benötigen. Außerdem müsste sie in der Lage sein, die Krieger in der Arena nach dem Azur-Ritter zu befragen. Gut, wir kämpfen jetzt gegen den guten Rock. Gut. Jetzt geht's in den Clock Tower mal wieder. Letztlich konnte sie keine Informationen bezüglich des verfluchten Schwerts erhalten, aber es gelang ihr, Gerüchte über Solage zu erhaschen. Sie verdiente sich auch Preisgeld, um ihre Reise zu finanzieren, und beschloss, den Azur-Ritter zu suchen. In einer Stadt gelang es ihr, mit jemandem Kontakt aufzunehmen, der behauptete, den Azur-Ritter zu kennen. Sie begab sich, wie ihr aufgetragen wurde, zum Uhrturm. Kennen wir ja natürlich schon. So, da haben wir gleich, sollten wir 4 Möglichkeiten haben, was schon mal mega geil ist. Naja, aber C ist doch schon mal gut, finde ich. Ist okay. Nothing versus Zassalamel. Fight. Hier ist mir einfach übelst auf den Sack geht, dass er einfach diese Kack-Kombo macht. Und einfach, ne. Boah, ich hasse das. Er war ein unergründlicher Mann offensichtlich, wurde ihre Suche nach dem fünften Schwert nun nicht unbedingt einfacher. Okay. Wir müssen dem Mann folgen. Beziehungsweise ist es eigentlich egal, welche wir nehmen würden. Nimm mal einfach das. Dann. Sagi folgte der Spur des Mannes. Hat es dann. Hat ihn aber außer Augen gelassen. Jetzt geht's zum Eurydice-Schrein gegen Sophitia. Nach Griechenland. Hephaistos, der alte griechische Gott der Schmiedekunst. Vielleicht konnte sie hier im Schrein des Gottes, der eng mit der Waffenherstellung verknüpft war, wichtige Informationen über die ultimative Waffe Soulage erhalten. Erschien jedoch so, als wäre sie keineswegs willkommen. Eine Verschwertkämpferin, vermutlich die Wächterin des Tempels, versperrte ihr den Weg. Okay. Gut, jetzt geht's nach Romanian Valley. Da werden wir gegen Raphael kämpfen. Die alten Götter erzählten ihr nichts, und so konnte sie in Griechenland nichts erfahren. Solage war ein verfluchtes Schwert, das Unheil brachte. Das bedeutete, dass überall, wohin das Schwert ging, das Unglück folgen würde. Taki trug Informationen zusammen und hörte schließlich Gerüchte, dass bald Krieg in einem Land
in Osteuropa ausbrechen würde. Eine Stadt auf dem Lande war ins Chaos gestürzt. Die benachbarten Adligen bekamen es mit der Angst zu tun und bereiteten sich auf einen Angriff vor. Taki hielt es für möglich, dass das verfluchte Schwert damit zu tun hatte und machte sich auf nach Osteuropa. Okay, Taki sammelte Informationen auf dem Schlachtfeld, doch sie fand nichts Interessantes. Der Mann, der sie angegriffen hatte, strahlte dieselbe böse Energie aus wie das verfluchte Schwert. Aber sie setzte ihre Suche in Europa fort und erhielt Informationen, die besagten, dass jemand, der sich nach dem Azur-Ritter anhörte, Europa verlassen hätte und nach Osten gereist wäre. Man sagt, der Ritter hätte ein riesiges, merkwürdig geformtes Schwert getragen. Das muss ja sein. Gut, wir haben einmal A6 und einmal B6A. Das Problem ist, wir müssen nur wieder auf C7 kommen. Ist im Grunde eigentlich egal. Anscheinend ist es egal, aber trotzdem. Machen wir das einfach. Dann geht's in den Lotusgarten. Okay, das ist dann wieder gegen. Versus Xiaohua. Fight! Gegenstand. Jetzt geht's nach Indian Port, das ist aber nicht das, was ich wollte. A hero desires a sword. Versus Berserker. Fight. Das ist nicht gut. Jetzt kämpfen wir wahrscheinlich gegen Talim, ne? Ne, tief. Wir sind komplett. Wir sind wieder genau da, wo wir eigentlich nicht sein sollten. Das ist nicht gut. Das gefällt mir überhaupt nicht und ich verstehe es auch nicht.
Wirklich nicht. Versus Fee. Fight. Ja, ich glaube, wir machen jetzt die rote irgendwie am Anfang wieder, ne? Ne. Digga! Wie soll ich denn was machen, wenn ich keine Entscheidung habe? Ich check's nicht. Wie kann ich Route C machen, wenn ich keine Entscheidung zu Route C habe? Sorry. Keine Ahnung. Ich hab alles gemacht, aber wenn ich halt einfach kein bei C5 einfach eine Möglichkeit habe, wo ich nach A6 oder B6A komme, dann, meine Freunde, haben wir ein dickes Problem, weil dann komme ich nicht zu C7. Ist ja logisch. Alphabet geht halt anders. Ja. Check ich auch nicht, keine Ahnung. Müssen wir halt nochmal neu spielen. Finde ich ein bisschen doof, dass die Komplettlösung zwar da ist, aber nicht so professionell cool und perfekt ist, wie ich es gerade gebrauchen könnte. Das ist ein bisschen doof. Sie hat mich erwischt, aber halt nicht so, dass es weh tut. So, wir müssen hier nochmal den Berserker killen. Oder ich hätte halt Dings machen müssen, Quicktime-Event richtig machen müssen. Vielleicht war das der Fehler, aber trotzdem. Achso, hatte ich bei Sufit hier einfach keine, Ne, ich glaube, bei Sufit hatte ich keine Wahlmöglichkeit gehabt. Jetzt nach Clock Tower, ja, das war richtig. Was ich doof finde, und das werde ich, glaube ich, das gesamte Projekt sagen, ist Überspringen der Quicktime Events. Ich verstehe nicht warum. Ich meine, klar, das dauert jetzt nicht so lange, aber es dauert lange genug, dass es mich nervt. Na? Und das ist mein Problem da dran. Ach, Leute. Ich hab... Digga, wie kann man mich bitte schon in der letzten... Boah, Alter. Du bist besiegt gewesen. Oh ja, ich krieg dich noch raus. Bro, aufstehen, Schlag kassieren, besiegt sein. Nö, ich kick dich noch raus. Mann. Gut, bleiben jetzt hier, sind jetzt aber trotzdem hier, weil Sufit hier kennen wir ja schon. Ich habe nur eine andere Auswahlmöglichkeit genommen, wäre ich unten gewesen, hätte ich nach D4 gehen können. Das wird wahrscheinlich Route... Was soll ich machen, wenn er blockt? Oder sie blockt? Digga, null Chance, wenn nur blocken tut. Na? Und dann halt genau ausnutzt... Wenn ich gerade. Gut, jetzt geht's wieder nach dahin. Gegen Raphael, ja,
E5 taucht er natürlich nicht auf. Warum auch immer, wahrscheinlich. Keine Ahnung, hätte auch nicht sein können. Hätte ich irgendwer stoppen können, hätte ich gegen Colossus kämpfen können, kämpfen müssen, gegen den Großen, aber. Welcome. Let us celebrate your demise. Digga! Hochwahrscheinlichkeit, wann Quicktime Event 0 Sekunden Möglichkeit zu entscheiden. Digga, bist du einfach behindert. Was soll ich da machen? Wenn einfach die Wahrscheinlichkeit nicht mal eine Sekunde war das. Ja, ich wusste ungefähr was, aber sobald ich es gedrückt habe, war das Ding schon weg. Noch besiegt. Schön. Vier neue Gegenstände im Waffenshop, das ist doch schon mal super. Wir nehmen diesmal den Seeweg. Kämpfen hier gegen Maxi. Versus Berserker, fight! You lose, 9. Versus Berserker, fight! Digga, Kampf beginnt gerade. Er schwingt die ganze seine Kacklanze. Und ich kann. Digga, was mich hier ankotzt, ist einfach. Na komm, hallo. Guck, er macht nichts! Er macht nichts! Sobald ich nur eine Taste aber drücke für einen Angriff, greift er an. Digga, das ist doch lächerlich! Lächerlich! Sobald ich vorhabe anzugreifen, dann klatscht er mich auf Dark Souls Niveau weg. Stehe ich nur doof rum? Wartet er. Ja, das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Das ist doch lächerlich einfach nur. Na, jetzt direkt die Hälfte, ne? Ich fick dein Leben, Alter. Digga, wie zur Hölle komme ich auf C? 7 verdammt nochmal. Wollt ihr mein Leben ficken oder was? Ey, verpisst euch mal. Reicht langsam. Gib mir C5. Ne, warte, C5 bin ich, aber C7, Digga. Ich habe nur zwei Möglichkeiten. Nur zwei Möglichkeiten, die mich beide nicht dahin bringen. Digga, und jetzt kommt gleich wieder Lost Cathedral, weil... Gibt ja nichts anderes. Digga, ist das ein Scheiß, Alter? Bruder, also entweder ist die Dings da für den Arsch. Die Komplettlösung, oder? Wir haben hier ein Problem einfach. Ja, machen wir jetzt den Kampf. Ist sowieso kackegal, ey. Digga, ist ein Kotz, Alter. Ich könnte kotzen hier. Mann, das macht so viel Spaß, wenn man noch nicht mal aufstehen darf.
Digga. Leute, wisst ihr was? Wir sind sowieso über die Zeit, ne? Ja, wir sind über die Zeit. Ich guck mir den Scheiß doch nochmal an. Keine Ahnung, es sind über 500 Seiten voll oder so. Ich habe keine Ahnung, wie man bitte schon in Route C geht, wenn man da aber nicht hin kann. Ganz merkwürdig. Jetzt mal ohne Witz, ich habe keine Ahnung, wie kann ich bitte schon Route C gehen, wenn es keine Möglichkeit gibt, nach C7 zu gehen, Leute. Jetzt mal ohne fucking Joke. Gibt keine Möglichkeit, nach C7 zu gehen. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Keine fucking Ahnung. Really. Und es kotzt mich mega an. Weil wir halt einfach gegen den anderen. Wir hätten jetzt gegen Unknown Soul im Labyrinth kämpfen müssen. Boom. Was ist fünfmal nicht passiert? Genau das. Keine Ahnung. Ja gut, vielleicht hätte ich drücken müssen. Ja, aber... Bruder! Au! Wann? Dann lass mal die Quicktime-Event mal vielleicht 2 Sekunden länger. Dann könnten wir vielleicht auch mal das in passenderweise drücken. Ne? Weiß ich nicht. Also... Ich bin ganz ehrlich, macht keinen Sinn. Und ist auch absolut schwachsinnig. Sowas geht halt, ne? Wirklich. Bin ich... Na, ich sag's halt, ne? Es ist schwachsinnig. Gut, ich spiele den Scheiß jetzt gerade nochmal durch. Wir sehen uns dann, wenn ich es noch ein paar Mal gemacht habe. Oder ich irgendwie noch einen Tipp gelesen habe, wie man da doch hinkommt, ohne die Chance zu haben, da hinzukommen. Ne? Wie gesagt, C7, ohne C7 auswählen zu können. Na gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns.